Hallo zusammen zu meinem 48. Video. Ich habe wieder drei Apps für euch. Das erste ist kostenlos, die anderen beiden kosten 79 Cent und ich fange mit dem kostenlosen an. Wie gesagt, und es heißt Go Go Pop und ist, glaube ich, nur dieses Wochenende kostenlos. Also wenn ihr diese Application haben wollt, dann müsst ihr schnell sein. Ich weiß aber nicht unbedingt, ob ihr sie haben wollt. Dieses Spielprinzip gibt es sehr, sehr oft im App Store. Ihr habt halt hier ein riesiges Spielfeld, was ich ziemlich unübersichtlich finde. Und ihr müsst halt immer mindestens zwei zusammenhängende einer gleichen Farbe antippen, damit sie verschwinden. Zum Beispiel habe ich hier in der Mitte ziemlich viele. Einmal antippen, sind sie ausgewählt. Nochmal antippen, sind sie weg. Und so weiter. So kämpft ihr euch halt durch dieses Spielfeld und ich meine wirklich kämpfen, weil die Erkennung ist wirklich nicht immer gut. Zum Beispiel sind die sehr oft sehr schnell wieder weg und man muss bei solchen Spielen ja eigentlich ziemlich strategisch planen, damit man alle wegkriegt, aber bei diesem riesigen Spielfeld ist das einfach nicht möglich. Deshalb, hier habt ihr gerade auch diese Sonderaktion gesehen. Da kann ich halt einen Einzelnen hier in die Luft jagen. Habe ich hier gerade mal gemacht. Und so geht das hier halt immer weiter. Hier habt ihr noch bestimmte Missionen. Das heißt, ihr müsst vier von den Roten mit der Sonnenbrille haben. Vier von denen hier, glaube ich, in einer Reihe. Und dann noch vier Grinsende. Ne, fünf Grinsende. Und dafür kriegt ihr dann halt nochmal extra Punkte. Hier steht einmal die Rundenanzahl, wie viele Punkte ihr gemacht habt und wie viele, doch Score und wie viele schon weg sind. Hier könnt ihr dann halt noch einmal auf Optionen gehen, was aber halt nur die Musik und Soundeffekte beinhaltet. Und das war's dann eigentlich auch schon. Und wie gesagt, für kostenlos auch nicht unbedingt runterladen. Da gibt es deutlich bessere Applications im App Store als Go Go Pop. Deswegen auch die niedrige Wertung. Das nächste Spiel war mal mit oder ist mit das erste Spiel für den iPod und es nennt sich Spore Origins. Das gibt es im Moment für 79 Cent. Ich glaube, früher hat das mal 7,99 € gekostet. Und wer Spore vom Computer kennt, der weiß, man erstellt sich so eine eigene Kreatur und ist am Anfang in so einer Ursuppe, in der ich hier gerade bin. Und da muss man halt versuchen, kleinere zu fressen und größere zu meiden. Das heißt, dies hier wäre eine größere. Hier oben seht ihr, ich habe nur noch ein sehr, sehr wenig Leben. Und für jedes, das ich fresse, wird halt hier oben die Anzeige voller. Wenn diese Anzeige voll ist, kann ich zum nächsten Level übergehen und halt in der Pause sozusagen dazwischen mein Wesen hier upgraden. Hier oben und auch immer, wenn ich eins fresse, dann erhöht sich mein Leben immer wieder ein bisschen. Wie ihr merkt, man steuert das hier mit der Tilt-Steuerung. Und ich finde dieses Spiel wirklich nicht so überragend. Viele meinen zwar, ja, es ist total lustig, an der Kreatur rumzubasteln und so. Das will ich auch gar nicht sagen. Das ist wirklich ziemlich lustig. Man kann auch immer hier so verschiedene Sachen aufsammeln, zum Beispiel Gift oder dann ist man mal kurzzeitig schneller oder so, aber wirklich toll finde ich dieses Spiel nicht. Zum Beispiel hier jetzt habe ich so ein Schild aufgesammelt, weil es passiert einfach nichts. Man macht die ganze Zeit das Gleiche und dann ist es auch noch wirklich schwer, weil wie ihr seht, ich finde hier überhaupt kein Fressen. Eins habe ich gefunden und ich bin hier auch gleich tot. Ich weiß nicht, ob ich euch zeigen kann, wie ich an der Kreatur bastel. Einmal versuchen, Hauptmenü. Meine Kreaturen. Eckbert habe ich die Kreatur genannt. Naja, hier kann ich es auch nicht verändern. Naja, das ist auf jeden Fall Spore Origins. Ich kann ja mal ein neues Spiel anfangen. So. Und hier kann ich sie halt am Anfang nur zufällig auswählen. Leider, ich würde sie gerne auch schon am Anfang irgendwie doll gestalten, aber das geht halt nicht. Man sammelt im Laufe der Zeit
immer mehr, also man kriegt da eine bestimmte Anzahl von Punkten zur Verfügung und kann sich neue Upgrades sozusagen kaufen. Ist ganz nett und das ist halt auch das, was an diesem Spiel wirklich so, was einen so daran hält. Lol, keine Ahnung. Und dann gehen wir mal auf weiter. Und dann ist man hier auch direkt gleich in der Ursuppe. Vorher ist hier noch so ein Intro, was man auch überspringen kann. Und das hier ist die Levelanzeige. Ich bin hier jetzt in Level 1. Da wird einem das Ganze dann auch erklärt und so weiter. Und anfangs ist das halt noch schön einfach. Man hat kaum Gegner, viel zu fressen, wenn man das zu fressen dann findet. Naja, das ist auf jeden Fall Spore Origins. Hat eine nette Grafik. Für 79 Cent kann man mal reingucken, aber von mir nicht unbedingt eine Kaufempfehlung. Gut, die letzte Application, die ich euch zeigen will, nennt sich Fling und kostet ebenfalls 79 Cent. Ich habe sie kostenlos gekriegt. Für kostenlos auf jeden Fall runterladen, falls sie noch kostenlos ist. Ich glaube, sie kostet 79 Cent. Ich bin mir nicht sicher. Einfach mal nachgucken. Und ich fange am besten mal ein neues Spiel an. Gut, es gibt verschiedene Spielmodi. Einmal den Arcade-Modus. Oh, Difficulty. Genau, da fängt es halt leicht an und dann wird es halt immer schwieriger und man versucht so viele Punkte wie möglich zu kriegen. Hier versucht man. Noch nicht Level. Es sind halt verschiedene Spielmodi. Im freien Level kann ich halt jedes Level spielen, was ich schon frei habe. Ich habe komischerweise nicht so viele frei. Aber ich bin hier eigentlich schon in Level 5, aber wir nehmen hier einfach mal Arcade, das leichteste. Und dann kann ich euch mal das Spielprinzip zeigen. Das Ziel des Spiels ist es, alle Kugeln bis auf eine von dem Spielfeld runter zu bekommen. Hier oben seht ihr eure Punkte, einmal das Level und die Zeit. Double Tap, dann kommt ihr wieder ins Menü. Und jetzt kann ich den gelben hier halt so einmal nach oben flippen lassen, flingen lassen. Und einmal nach da und dann ist das Level geschafft. Am Anfang, wie gesagt, noch ziemlich einfach. Das wird halt auch immer schwieriger. Zum Beispiel, wie ich das hier jetzt am besten mache. Ach, da oben war auch noch einer. Okay, dann machen wir das einmal zurück. Das geht hier nämlich. Machen wir das so. So. Und dann so. Und dann ist das Level auch wieder fertig. Und so geht das halt immer weiter. Und die werden wirklich richtig schwer, die Level. Ah, da muss man schon denken. So, so, so. Und wieder fertig. Das ist das Spielprinzip von Fling. Sehr, sehr einfach wieder mal gehalten. Aber ich finde auch, man hat davon wirklich viel. Also für 79 Cent kann man sich's runterladen. Es ist ja noch nicht mal ein Euro, da kann man auf jeden Fall mal reingucken. Ich will euch jetzt auch nicht alle Level verraten, deswegen beende ich das hier. Also wie gesagt, eine Kaufempfehlung bedingt bei Fling. Also ich finde, das ist ein schöner Rätselspaß und wer Rätsel mag, der kann sich das runterladen. Spore Origins nicht so unbedingt und Go Go Pop, wenn es kostenlos ist, reingucken, aber auf keinen Fall Geld dafür bezahlen. Viel Spaß!